Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Herzlich willkommen aus Südfrankreich. Ein wunderschöner Stellplatz hier. Ja, herrlich. Also wirklich tipptopp. Wir sind, wie ihr gesehen habt, ja beim Wohnwagen gewesen, haben da einiges an Umbaumaßnahmen gemacht, obwohl so viel war es eigentlich gar nicht. Nee. Egal. Auf jeden Fall waren wir da und dann sind wir bei lieben Freunden in der Nähe von Trier gewesen, haben da mit denen die Stadt erkundet und wir hatten eine echt sehr, sehr schöne Zeit. Übrigens sehr schön Trier. Ja. Nur zu empfehlen. Absolut. Ja. Hat uns wirklich gut gefallen. Ja, und von da aus sind wir jetzt in 5 Tagen bis Südfrankreich gefahren. Mhm. Und wir haben wirklich Frankreich unterschätzt, müssen wir ehrlich zugeben. Es ist wirklich ein wunderschönes Land. Und so mega grün, ne? Mega, mega grün. Aber es ist ja jetzt auch Frühling und alles blüht und alles ist noch mega frisch grün. Und ja, auf jeden Fall umfahren wir ja hier die Maut. Und ja, eigentlich können wir uns dafür bedanken, weil sonst würden wir das Land gar nicht so genau sehen, wenn wir nur durchfahren. Ja, wir hatten sehr schöne Stellplätze dabei, sind unterschiedlich flott vorangekommen, kam echt auf die Strecke an. Und jetzt hierher sind wir echt super schnell vorwärts gekommen, weil... Das ist eine wunderschöne Strecke. Ja, also wirklich. Leute, ich sage es euch, wir empfehlen die A75 zu fahren. Wir zeigen euch das jetzt einfach mal hier, wo die verläuft und die ist mautfrei. Bis auf eine Brücke, da haben wir jetzt mit Pelle 6 Meter lang... 14,20 Euro. 6 Meter lang und wie hoch sind wir? 2,70 Meter. 70, ja. Ja, 14,20 Euro bezahlt, aber es hat sich definitiv gelohnt. Also es wird dort gemessen. Das ist nicht nur der Streckenabschnitt, also nicht nur die Brücke, sondern die Autos werden gemessen und danach bezahlt man auch. Genau, je nachdem für einen Pkw, für einen kleinen Pkw zahlt man weniger. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber wir waren die 2. Kategorie. Und es hat sich definitiv gelohnt und naja, ehrlich gesagt will man die Strecke auch nicht umfahren, weil das ist bergig da. Ja. Ultra schön, ja, und definitiv empfehlenswert, da mal lang zu fahren. Also diese Strecke war echt für mich die beste und schönste Strecke, die wir gefahren sind. Das war so schön. Ja. Wahnsinn. Da gebe ich dir recht. Ja, und jetzt sind wir hier und... genießen wirklich irgendwie den Sommer schon gefühlt, obwohl wir erst Mai haben. Das war ja auch so ein Zufall, ne? Eigentlich haben wir gedacht, dass hier gar kein See ist, ne? Ja. Wir wollten eigentlich nur eine Nacht übernachten und einfach nur parken. Ja, für den Tag gestern hatten wir echt Probleme, einen Platz zu finden und sind irgendwie recht verzweifelt irgendwie hergefahren. Und dann mit so einem Traumstellplatz belohnt werden. Dann sind wir hier an einem wunderschönen See, hinten sind noch die Berge und echt klasse. So ist es. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir fahren sehr wahrscheinlich heute nach Spanien rein. Mal gucken, aber ich denke, das machen wir schon. So weit ist es nicht mehr. Nein, das werden wir noch machen. Ja, genau. Das wollten wir euch jetzt nur mal kurz so als Update geben, wo wir gerade sind und so weiter und wie es hier so aussieht und was wir vorhaben. Ne? Also würde ich sagen, bleibt einfach dran. Es kommen jetzt demnächst Spanien und Portugal Eindrücke von uns hier. Ja. Und wir freuen uns einfach mega auf die kommende Zeit. So, dann würde ich sagen, das war's für dieses Video. Das war's. Das war nur ein kleines Update, wie es bei uns aussieht, wo wir sind und was so war. Ja. Und ja, dann bis nächste Woche Montag. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.